Sieh sich einer das an. Was ist das? Sehen aus wie Futterbecken. Das hier könnte eine Brutstätte sein. Eine was? Sie ziehen diese Fische auf, um sie an andere Tiere zu verfüttern, wie im Delfinarium. Wie die Killerwale? Ganz genau. Das ist eine Menge Fisch. Wie viele Wale füttern Sie damit? Ich weiß nicht. Sieht aus, als könnte einer dieser Tanks 3 oder 4 Orcas am Tag füttern. Seit wann sind Sie Fischexperte? Ich kann höchstens raten. Aber gut, dass Sie es rausgeschafft haben. Da drüben ist ein Schild. Sieht aus wie ein Terminplan oder so. Das hier ist eine Brutstätte. Das ist der Zeitplan für die Becken. Warum glaube ich nur, dass mit diesen Fischen keine Wale gefüttert werden, Doc? Halt! Ich habe was gehört. Was verbirgt sich hinter der Tür? Alles okay. Sehr schön. Wunderbar. Jess, Gott sei Dank. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut. Können wir endlich nach Hause? Ich bin so froh, dass Sie beide noch leben, Jerry. Wie sind Sie hergekommen? Wir sind in der Nähe einer Tourroute aus einer Dienstluke in den Tunneln geklettert. Zum Glück hat jemand das Tourprogramm laufen lassen. Danke. Sie meinen... Dr. Sorkin, die Telefone gehen nicht. Wie bitte? Kein Freizeichen. Sie meinten doch, die Telefone hier würden funktionieren. Seltsam. Mir wurde angezeigt, dass die Hauptleitungen hier aktiv sind. Es sei denn... Natürlich. Die Computersysteme kontrollieren alles, auch die Telefone. Wenn der Stromausfall länger anhielt, als die Notstromakkus reichten, muss das System wieder hochgefahren werden. Bringen Sie uns zu den Telefonen, Doc. Wir haben nicht viel Zeit. Mr. Yoda, ich lasse mich nicht länger von Ihnen herumkommandieren. Hören Sie, das hier ist kein Ausflug. Wenn wir Inge nicht rechtzeitig kontaktieren und einen anderen Helikopter ordern, der uns hier rausbringt, macht ein Bombengeschwader die Insel und uns platt. Was? Ganz recht, Doc. Sie bringen all ihre kostbaren Tierchen um und versenken die Insel im Pazifik. Dios mio! Das meinten Sie also mit Ground Zero? Ganz genau. Sagen Sie mir das doch früher! Das ist mein Zuhause! Ihr Zuhause? Was soll das heißen? Ich habe nichts gesagt, weil ich dachte, wir würden jetzt längst von der Insel runter sein. Diese Insel ist die Heimat ihres Volkes. Moment. Was hat Dr. Sorkin vor? Laura? Was macht sie denn jetzt? Warten Sie, was werden Sie... Wo geht sie hin? Keine Ahnung. Diese Rotunde. Dort ist der Kontrollraum. Sie geht ohne uns zu den Telefonen. Verdammt! Holen Sie den Aufzug wieder hoch! Sie haben beim Bau hier viele Fortschritte gemacht. Paläozoikum, was? Tja, die meisten der Prachtstücke hier stammen wohl nicht aus dem Jura. Interessant. Ah, Paläozoikum. Vom ältesten zum jüngsten System. Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon, Perm. Meine kleine Geschichtsstunde hier für euch. Interessantes Biologiestunde. Konzept. Lebende Fossilien. Wie soll eine Mücke auch Fische stechen, die hunderte Meter unter der Wasseroberfläche leben? Das kleine Becken ist cool. Wurden diese Tiere wie die Dinosaurier geklont? Nein, sie sind nicht ausgestorben, sondern leben auch heute noch im Meer. Man nennt sie lebende Fossilien, weil sie sich von den alten Fossilienformen, die Paläontologen fanden, kaum weiterentwickelt haben. Oh, ist das ein Pfeilschwanzkrebs? Könnte sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht viel über Meeresfauna. Fauna. So, was gibt's denn da oben noch? Oh. Was soll das sein? Keine Ahnung. Sieht aus wie ein Mosasaurier. Moser, was? Sieht ziemlich gruselig aus. So eine Art Meeresechse. Stell dir eine große Muräne mit einem Krokodilkopf vor. Krokomuräne? Toll. Klingt nett. Keine Sorge, auf meiner Liste von Parktieren sind keine Meereskreaturen. Wofür sind dann all die Futterfische? Futterfische? Ja, wir sind durch einen großen Raum voller Fischbecken gekommen. Laura meinte, mit denen werden andere Tiere gefüttert, zum Beispiel Wale. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Ich befürchte ja Böses. So.
Wie geht's dir, Jess? Mein ganzer Körper zittert. Ich wäre sogar lieber wieder im Gefängnis. Ich hab das Weglaufen satt, Dad. Ich weiß, ich auch. Aber jetzt sind wir erstmal sicher. So. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Ja, Dad. Ja, eine Information könnte ich jetzt brauchen. Oh, gut. Eine Anleitung. Schlüssel einstecken. Code hält 24 Stunden und so weiter und so fort. Morgendlicher Betrieb setzt Vorgang zurück. Schlüssel gegen Uhrzeigersinn auf Eingabe drehen und 3 Sekunden halten. Tastatur setzt zurück und piept 3-mal. Im Uhrzeigersinn auf Zurücksetzen drehen. Vorherigen und neuen Code eingeben. Klingt machbar. Ja, klingt an sich machbar, ja. Clever. Sieht aus, als würden sie Daten aus der paläozoischen Ära als tägliche Tastencodes benutzen. Okay. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. So, was haben wir denn da? Den Code vom Freitag. Da ist er. Der Code von Freitag. Devon. Nach Devonshire benannt. Vielleicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will mir das nochmal angucken, den Plan. Was haben wir da nochmal? Nochmal zu dem Plan. Hier ist genug, um die Reihenfolge abzuleiten. Wenn ich mich nur an die Reihenfolge auf der Anzeige erinnern könnte. Ja, da haben wir aber wieder mal nicht aufgepasst. So, gehen wir nochmal zurück zur Anzeige. Ordovizium Silur Devon Carbon. Paleozoikum Cambrium Ordovizium Silur Devon Carbon Perm. Das muss ich mir doch jetzt mal hier. Könnt ihr ein bisschen zuhören, wie ich jetzt Zettel und Stift benutze. Also, das notiere ich mir doch jetzt mal. Kurzen Stift hier. Klack, klack. So, wir fangen nochmal an. Sag nochmal das erste Wort. Paleo. So. Silur. Devon. Carbon. Und Perm. Vor Silur steht noch Ordovizium. Ja, haben wir alles. Devon. Und Carbon. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück zu dem Plan. Ich gehe mal rüber zum Infostand, okay? Heulen ja, bei den Kugelschreiber. So, immer wichtig, immer schön den. Was steht denn hier? Der nächste Aufzug fährt um. So, was haben wir nochmal? Oh, wie ging doch gleich der Merkspruch? Kamele ohne Socken denken komisch oder so ähnlich. Bla bla bla. Ordovizium. Nochmal. Okay. Carbon. Die paläozoische Ära ging der ältesten Periode auf der Anzeige voraus. Vielleicht beginnt die Abfolge nicht am Anfang der Woche. Okay, heute ist Sonntag. Ich brauche den Code von Freitag. Cabrium. Ich nehme jetzt mal ganz kurz. Ich nehme einfach mal kurz den hier. Das ging mir alles ein bisschen Devon. Zu schnell. So, nimm Devon. Versuchen wir es hiermit. So, Paleo, bla bla. Nochmal, zeig mir her. Carbon. Mein bester Tipp. Ich versuch's im Aufzug. Ordovizium. Ordovizium, nochmal. Nach Ordovizium kam dann Silur. Mein bester Tipp. Silur steht noch da. Ich versuch's im Aufzug. Ordovizium. Ordovizium. Ist der Freitag. Ordovizium Silur Devon Carbon. Nee, stopp. Wir nehmen Perm. Wir nehmen Perm. Perm? Klingt richtig. Klingt nämlich auch. Wir nehmen Perm. Perm und dann wieder Palermo. Okay, mein bester Tipp. So,
Den nehmen wir jetzt auch. Gehen wir mal zur Tür rüber jetzt. Dürfte jetzt klappen. Also Perm, denke ich schon, dass Perm stimmt. So. Kleine Fischchen. Nemo schwimmt nicht da drinnen. So. So, wir. B. Ne, B ist aufhören. Oh. Ja, ja. Nochmal da dran, bitte. Zack. Reset. 3 Sekunden halten. Input. So. 9251. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Okay, neuer Code. Halten wir es einfach. Tada! Wunderbar. Na, na, na. Hey, lassen Sie das zu. Sind Sie verrückt? Jemand könnte es sehen. Nur die Ruhe. Was sehen? Verdammt, Sie leichtsinniger Idiot. Was war das? Spionageausrüstung oder so? Ganz genau. Streng geheim. Und wenn du irgendwem davon verrätst, muss ich dich töten. Sie werden ihr kein Haar krümmen. War doch nur Spaß. Hey, ich hab den Aufzug zum Laufen gebracht. War auch Zeit. Was ist hier los? Nichts, alles okay. Sehr gut. Oh oh. Ach Mann, Schluss damit. Wir müssen endlich los. Wir haben nicht ewig alleine los. Zeit. Das wäre nicht so schön gewesen. Na, die ganze Zeit ohne Essen. Oh. Dad, meine Ohren, was ist los? Die Lagunenrotunde liegt in einer Unterwasserumgebung mit höheren Druckverhältnissen. Bitte halten Sie die Nase zu und drücken Sie Luft hinein, um beim Hinabtauchen den Druck auf den Ohren auszugleichen. Wenn Sie über einen längeren Zeitraum Unwohlsein oder Schwindel verspüren, informieren Sie umgehend einen Mitarbeiter. Sie meinen einen tiefen Rausch. Das kann passieren, wenn man Druckluft einatmet. Woher weißt du das? Ich hab's in einem Film gesehen. Wow! Krass. Und da fahren wir hin? Ich denke schon. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass hier irgendwas noch lebt hier unten. Dass sie nicht nur Dinos haben, die an Land leben. Mein Gott, sowas habe ich echt nicht erwartet. Das ist so cool. Vorsicht, ich gehe vor. Cool, seht euch das an. Ich will mit Dr. Hammond sprechen. Nein, das kann nicht warten. Können Sie mich mit Mr. Maguire verbinden oder besser mit Peter Ludlow? Bitte beeilen Sie sich. Nein, hören Sie zu. Hier spricht Dr. Laura. Irgendwie gefällt mir ganz und gar nicht, was ich da sehe. Ich bin immer noch vor Ort. Holen Sie jemanden ans Telefon. Mr. Parker, ich will keine Rettung. Ich will den Bombenabwurf nicht verzögern, sondern ihn ganz verhindern. Was? Sie ist nicht kontaminiert, sondern ein Wildreservat. Von innen verschlossen. Toll. Diese Tiere sind nicht verseucht. Sie sind stark gefährdet. Sie hören mir nicht zu. Die soll aufmachen. Ah.
Das hier sieht aus wie eine Gegensprechanlage. Was? Wo? Gut gesehen, Schatz. Laura, ich bin's, Jerry. Laura? Jerry, ich höre Sie. Gut, dass Sie hier sind. Jetzt wird alles leichter sein. Was haben Sie getan? Wir werden den Bombenangriff stoppen, Jerry. Diese Insel muss erhalten bleiben. Oh oh. Die restlichen Überlebenden sind meine Geiseln. Was? Vier andere. Drei Amerikaner und eine Costa Ricanerin. Ich lasse sie nicht gehen, bis die Pläne zur Bombardierung der Insel widerrufen werden. Sie haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Rechte sind nur ein ideologisches Konstrukt. Ich will keine philosophische Debatte starten. Welche Rechte haben die Dinosaurier? Haben sie kein Recht darauf zu überleben? Sind unsere Rechte wichtiger als ihre? Ich will keine Rechte vergleichen, so majestätisch und lebendig sie sein mögen. Unsere Dinosaurier sind Phantome. Wir haben sie in eine Welt gesetzt, die nicht bereit für sie ist. Und wir müssen sie zum Schutz unseres Ökosystems isolieren und unter Kontrolle halten. Es geht nicht um Rechte, sondern um Verantwortung. Und wir tragen die Verantwortung, unsere Geschöpfe zu erhalten und sie auf ihre Art überleben zu lassen. Die ist doch total verrückt. Wir müssen etwas tun. Und was? Wir sind zwischen zwei Türen eingeschlossen. Soweit wäre es nicht gekommen, wenn ich sie getötet hätte, als ich die Chance dazu hatte. Nein! Sie verweigern mir doch die Kooperation. Wenn Sie mir nicht garantieren, dass die Insel erhalten bleibt, dann muss ich drastischere Maßnahmen ergreifen. Was will sie machen da unten? Das ist doch verrückt! Gut, verbinden Sie mich mit dem Militär. Hallo? Hallo? Ich zeige Ihnen, wie eine Verseuchung des globalen Ökosystems aussieht. Was macht sie denn? Was sagen Sie? Werden Sie den Bombenangriff stoppen? Laura, hören Sie auf diese Leute. Hören Sie auf Ihre Vernunft. Sie handeln irrational. Die Natur ist irrational. Rationalisierungen haben uns nichts gebracht. Es ist an der Zeit, der Natur wieder die Kontrolle zu überlassen. Ist sie eigentlich total bescheuert? Will die wirklich, dass hier alles im Bach runtergeht? Und die Menschheit vielleicht versinkt, gerade wenn die Dinos hier rüber auf die anderen Inseln kommen. Und sie haben ja nicht nur die an Land leben. Ja? Wir haben auch Flug-Dinos schon gesehen. Laura, es gibt andere Möglichkeiten. Uns gegen unseren Willen hier festzuhalten, um die Dinosaurier zu retten, ist höchst unüberlegt. Sie wissen es doch besser, Laura. Ich weiß, Jerry. Ich weiß, was ich tue. Ich habe unmissverständlich gesagt, was passiert, wenn die Insel bedroht wird. Ich hatte Pläne, die von Ingen und der Regierung ignoriert und durchkreuzt wurden. Und jetzt ziehe ich meine Konsequenzen. Laura? Ich lasse den Mosasaurus frei. Sind Sie verrückt? Ein Landsaurier, der ins Festland paddelt, ist eine Sache. Aber Sie sprechen davon, einen Spitzenpredator in über 70% des globalen Ökosystems zu lassen. Es ist nur einer. Wir können ihn wieder einfangen. Bevor er den letzten Buckelwal frisst? Übertreiben Sie mal nicht. Laura, nicht! Ist sie bescheuert? Das ist... Plan B. Los, beeil dich. Und los, ausholen. Und auf damit. Und nochmal das Ganze. Die haben doch nicht mehr alle Latten am Zaun. Und jetzt schnell los. Tut mir leid, Jerry. Aber um diese Insel und all ihre wissenschaftlichen Schätze zu schützen, muss ich etwas tun. Es ist noch nicht zu spät. Wir können es rückgängig machen. Nein, das System wurde heruntergefahren. Sie können nichts tun. Die Schleusen sind geöffnet. Der Mosasaurus kann raus. Laura, Sie müssen... Nein, Jerry, das steht nicht zur Debatte. Wir müssen Ingen zeigen, dass... Vorsicht! Ach du Scheiße, das ist ja offen. Raus aus dem Wasser!